ba 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 ba. Gearbeitet hat Malu Gillissen schon mit 17. Dann jahrzehntelang als Altenpflegerin. 43 Jahre eingezahlt, trotzdem nur eine Rente an der Armutsgrenze. Ja. Ihr Konto hält die alte Dame dennoch eisern im Plus. Ich spare einfach so, zumindest für mich unter der Erde zu bringen. Denn für die eigene Beerdigung sollen keinesfalls die Kinder zahlen. Ja, das ist ein Ehrgefühl. Das hat was mit Ehre. Meine Kinder müssen für mich nicht herhalten. Dass man vielleicht hier und da eine Hilfe menschlich kriegt, das ist jetzt was anderes. Aber eine finanzielle Hilfe, das ist irgendwo nicht, das passt nicht. Mit 73 Jahren rackerte die Kölnerin deshalb noch als Vollzeit-Altenpflegerin. Inzwischen bildet sie Pflegeassistenten aus. Ja, guten Morgen, Frau Meier. Wie geht's Ihnen? Haben Sie gut geschlafen? Ist zwar jetzt die Puppe, aber wir können auch mit der Puppe ein bisschen reden. Arbeiten mit 65 plus. Viele Rentner wollen noch, aber immer mehr müssen zur Rente dazu verdienen. Das ist bei mir eine Kombination zwischen wollen und müssen. Denn ich kann ja jetzt nicht zu Hause sitzen, wo ich noch fit bin. Ich möchte noch ein bisschen was erleben. Ich möchte noch ein bisschen, wenn ich nur mit den paar Kröten zu Hause säß. Was soll ich damit tun? Kann doch nicht mal nach Hawaii fahren. Alte Menschen kann man nicht nur so tup-tup. Ich habe immer wieder erlebt, dass so einige dann so ganz vorsichtig dran gingen. Boah, das ist, man muss irgendwie merken, dass man sauber gemacht wird. Oder überhaupt, das ist ein bisschen die einzige Lebensqualität, die manche Leute morgens noch erfahren, ist nämlich beim Waschen. Viele Berufe, so wie die Pflege, werden zu schlecht bezahlt. Da gleichen dann auch im Alter Rentenerhöhungen kaum noch etwas aus, sagt Malu Gillissen. Kleine Rente, kleine Erhöhung. Für die letzte Erhöhung, die ich hatte, die waren, glaube ich, 8 Euro und noch was. Können Sie mal sagen, das ist zwar viel in Deutschland für alle gesehen, aber der Einzelne, das können die sich auch sparen. Mit dem, was sie uns jetzt da bieten, sind wir nicht zufrieden. Vor allen Dingen, was wichtig ist, die werden von mir bezahlt, von meinen paar Kröten. Und wie gehen die mit dem, wo ich sie bezahle, mit mir um? Das finde ich eine Unverschämtheit. Sie sind jetzt fertig, es gibt gleich Frühstück. Für ihre 75 ist Rentnerin Gillissen gut zu Fuß. Ihr Auto lässt sie weit weg vom Arbeitsplatz in Köln-Ehrenfeld stehen. Das spart Parkgebühren. Für den kleinen Gebrauchten, das bisschen Unabhängigkeit im Alter, spart sie aber auch am Essen oder Friseurbesuch. Von der Rente allein könnte sie den nicht bezahlen. Das könnte ich mir nicht leisten, wenn ich jetzt nur meine nackige Rente hätte. Auf gar keinen Fall. Ist zwar kein Luxusauto, aber es fährt. Denn ich bin ja schon, werd schon ein bisschen klapperig. Sehr oft komme ich an meine Grenzen, wo ich merke, 76, die ich jetzt im Juli werde, die merke ich auch in meinen Knochen, in meinem etwas langsamer werden. Malu Gillissen arbeitet wie viele Rentner selbstständig. Mit 70, sagt sie, stellt dich keiner mehr ein. Das heißt aber auch, Ausfälle wegen Krankheit werden nicht bezahlt. Prognosen zeigen, wer 40 Jahre lang mindestens 2.100 Euro brutto im Monat verdient, bekommt demnächst eine Rente nur noch auf Hartz-IV-Niveau. Etwa die Hälfte der Bevölkerung könnte so als Rentner in der Sozialhilfe landen. Und die Politik hat immer noch kein Konzept dagegen. Dann müsste das mit dem Rentenproblem noch mal ein bisschen anders gelöst werden. Vielleicht, dass das nicht nur von der Höhe des Verdienstes abhängig ist, sondern dass der Staat da, was weiß ich, irgendwie sich einbringt oder was. Guten Morgen. Tschüss. Weil er die Straßenzeitung Hempels verkauft, halten ihn viele in Eckernförde für einen Bettler. Dabei ist Günther Dirksen einfach nur Rentner. Die Titelausgabe diesmal etwas freizügig. Ja, das ist auch das erste Mal, seit ich die Zeitung verkaufe, ist dann nackter Hintern drauf. Die Zahl der Rentner, die wie Günther Dirksen von ihrer Rente allein nicht leben können, hat sich in den vergangenen 12 Jahren verdoppelt. Auf rund 1 Million Rentner, die auf Grundsicherung oder Wohngeld angewiesen sind. Dirksen hat einfach zu spät an Rente gedacht. Der Staat ist auch nicht immer schuld, ne? Ich habe Gelegenheitsarbeit gemacht. Heute sagt man Schwarzarbeit dazu. Deswegen kriege ich wenig Rente. Ich bin in der Gegend rumgetigert. Mit 66 gehe ich in die Grube.
haben wir damals gesagt, und der Kumpels, ne? Das Jahr 2000 erreiche ich nicht. Das haben wir das Jahr 2016. Ne? Und Dirksen ist 82, mit einem Lebensabend auf Hartz-IV-Niveau. Heute ganz in Rot? Ja, mein Mann, der böse Wolf, ist zu Hause geblieben. Da fehlt aber das Rotkäppchen. Sein Verdienst, die Zeitung, 90 Cent. Das bleibt ja auch was hängen. Ich habe mir gesehen, vorhin habe ich 5 Euro bekommen. Ein bisschen Trinkgeld. Ja, das ist ein bisschen sehr gutes Trinkgeld. Ne? Ich habe 5 Euro bekommen, die Zeitung kostet 90 Cent. Dann habe ich 4,10 Euro Trinkgeld. Und deswegen mache ich es. Menschen mit gebrochenen Erwerbsbiografien wie Rentner Dirksen mit Phasen von Langzeitarbeitslosigkeit oder fehlenden Rentenbeitragszeiten sind längst nicht mehr die Ausnahme. Leiharbeit, Befristung, Teilzeit. Mehr als 7 Millionen Menschen arbeiten derzeit in Deutschland ohne regulären Job. Mit ihnen steigt die Zahl der Rentner, die auf Grundsicherung angewiesen sein werden. Und Dirksen weiß, dass mit dem Dazuverdienen ist mit Grundsicherung gar nicht so einfach. Die Bevölkerung ist ja der Meinung, jeder Kunde meint, ich bekomme das auf meine Grundsicherung, meinetwegen, obendrauf. Das ist aber nicht so. Den Großteil, mehr als 2/3 seines Gewinns, 70 Euro im Monat, zahlt er ans Amt zurück. Zu Hause, 2 Zimmer am Stadtrand, 350 Euro warm. 10 Zeitungen hat er heute verkauft. Das macht 9 Euro Gewinn plus 7 Euro Trinkgeld. Ist das ein guter Tag? Das ist ein sehr guter Tag. Für den täglichen Bedarf hat der 82-Jährige knapp 400 Euro zur Verfügung. Damit kann man auskommen, sagt Rentner Dirksen. Nur passieren darf nichts. 220 Euro. Wie gesagt, das sind meine Rücklagen dabei, was ich im Laufe der Zeit gespart habe. Das ist alles, was Sie haben? Also Sie haben kein Sparbuch mehr? Sie haben kein Konto? Nein, nein. Sie haben kein Aktienpaket? Oder nein, irgendwo? Nein. Mein Konto ist auf Null. Ne? Er hat die Nazi-Zeit miterlebt, desertierte von der Fremdenlegion in Asien und träumt noch davon, nach Australien zu reisen. Dirksens letzte Reise wird die Straßenzeitung zahlen. Der Hempels hat einen Platz in Kiel auf dem Friedhof. Da werden die Verkäufer beerdigt, wenn sie es verlangen vor ihrem Tode. Da ich ja nicht mehr so gesund bin, habe ich mich darum gekümmert. 4 Kinder hat er. Ihn unterstützen könne keins, sagt er. Sie versuchten selbst, über die Runden zu kommen. Das Schlimmste sei, nicht ohne Geld zu sein. Für Rentner Dirksen ist es das Alleinsein. Ich fühle mich manchmal sehr einsam. Trotz 4 Kindern. Aber die Kinder können ja nicht dauernd um mich sein. Ne? Sehe ich auch wieder ein. Also, einsam. Ne? Also, mal guck mal in den Fernseher. Zurück zu Rentnerin Gillissen. Deutschland, sagt die 75-Jährige, geht es so gut wie nie und riskiert trotzdem mit steigender Altersarmut den sozialen Frieden. Selbst als Rentner könne man da noch Angst vor der Zukunft kriegen. Ja, die Konjunktur, die wir hier haben, die wird doch nicht ewig bleiben. Kann ja gar nicht. Ist ja, und dann gibt das hier, wie ich immer so schön auf Kölsch sage, die Nahkampfdiele. Dann gibt das hier eine Nahkampfdiele vom Feinsten. Dann haben wir hier den Schmelzpool, da lacht sich so ja der Putin noch kaputt, was dann hier abgeht. Solange Malu Gillissen zur Rente dazu verdienen kann, hat sie keine Sorgen. Die kleine Einzimmerwohnung unterm Dach genügt der alten Dame. Trotzdem hatte sie sich das anders vorgestellt. Wer ein Leben lang gearbeitet hat, sollte im Alter ausgesorgt haben. Das ist einem ja auch immer irgendwie vermittelt worden. Im Alter hat man so viel, dass man dann endlich mal das machen kann, was man ein ganzes Leben, wo man keine Zeit zu hatte. Dass das aber ja nicht der Fall ist. Na, und sehen ja, ich könnte das jetzt gar nicht, wenn ich jetzt nur von der Rente existieren würde. Was sollte ich denn machen? Bei Rente Sozialamt, selbst als Normalverdiener. Das Versprechen des Sozialstaates auf einen versorgten Lebensabend war einmal. Da
für Rentnerin Gillissen zum Glück egal, solange sie sich auf sich selbst verlassen kann.